So, hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial für Design Spark Mechanicals. Wir werden uns heute wieder ein bisschen mit dem Zeichnen beschäftigen und ich werde hier versuchen, etwas zu zeichnen. Nach wie vor gilt, dass das Programm eben immer noch in den Anfangsstadien ist. Man merkt das immer noch so ein bisschen. Einige Sachen werden miteinander verschnitten und andere nicht. So. Wir haben jetzt hier einfach mal wieder unsere Fläche und können die jetzt nach oben ziehen. So, ich will hier ein bisschen was bauen, deswegen muss ich nebenbei ein bisschen überlegen. Und ihr könnt dann überlegen, was das Ganze werden soll. Ja, mal schauen, vielleicht sieht man es nachher eh nicht. Okay, Skizze. Möchte ich hier noch mal ein paar Linien reinzeichnen. Deswegen klicke ich mit dem ersten Klick, klicke ich auf die Fläche, auf die ich dieses Raster haben möchte, auf der ich quasi zeichnen möchte. Und das war jetzt die obere Fläche. So, und wenn ich hier mal eine Linie ziehen, Escape, und dann vielleicht hier. So, guck mal hier, Escape. So, ich bin mal gespannt, ob er das auch wirklich macht. Bin mir da noch nicht so sicher. Gut, okay, jetzt können wir in den 3D-Modus gehen und nehmen uns jetzt diese Fläche und versuchen, die mal rauszuziehen. Ja, da gut, das macht er nicht. Und zwar macht er das nicht, weil wir die jedes Mal ablösen dabei. Okay, das führt nicht zum Ziel. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal anders. Linien raus. So, und dann werden wir hier ein Viereck zeichnen. So, jetzt gehen wir in den 3D-Modus und werden das herausziehen. Die Kante hier hätte ich auch noch ganz gern rausgezogen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er die komplette Fläche mit rauszieht oder nur die Linie. Nur die Linie, super. So, dann vielleicht noch ein bisschen rauf. Und genau das gleiche hier. Oh. Müssten wir vielleicht noch die Fläche hier ein bisschen verlängern. So. Und diese Kante noch ein bisschen rauf. Na? So. Jetzt sieht man, glaube ich, eh schon, was es werden soll. Gut. Was brauchen wir als nächstes? Scheinwerfer brauchen wir natürlich auch noch. Deswegen gehen wir jetzt in die Voransicht. Ja. Auto, ob das jetzt so wahnsinnig spannend ist, mit diesem Programm hier zu machen, wahrscheinlich nicht. Aber es geht eher um die Übung selbst, als ja, dass das jetzt hier ein Kunstwerk werden soll. Also das auf keinen Fall. So, haben wir hier unsere Scheinwerfer. Was mir hier noch fehlt bei dem Ganzen ist ein Mirror Modifier, das heißt ein Spiegel, den ich hier ganz einfach in die Mitte setzen kann und das dann alles automatisch auf der rechten Seite passiert, was ich auf der linken auch zeichne. Das fehlt mir bei dem Programm noch ein bisschen und deswegen, ja, schauen wir mal, hier sind wir jetzt bei 0,7 und 0,7. So. Gut, wie können wir das jetzt hier verkleinern, diese Fläche? Das ist, glaube ich, eine gar nicht mal so schlechte Frage. Und wir werden das so machen, dass wir diese Fläche ganz einfach ein bisschen abrunden. So, das gleiche auch, 0,27. Okay, 0,29. Jetzt richtig anwählen. So. Und jetzt könnten wir natürlich dann diese Fläche wieder anwählen und
etwas herausziehen macht er jetzt nicht. Ich hätte hier ganz gerne die Fläche noch mal ausgewählt. Und dafür gibt es eigentlich auch eine Funktion. Mal schauen hier, so, geht das? Nee, geht nicht. Gut, da kennen wir uns scheinbar noch ein bisschen zu wenig aus mit dem Programm. Deswegen müssen das jetzt hier vorerst unsere Scheibenwischer sein. Wir müssten Scheibenwischer, Autoscheinwerfer, Entschuldigung. So, wir müssen jetzt hier noch ein paar Reifen reinkriegen und dafür das eigentlich ausschneiden. Das ja, verspricht interessant zu werden. Zwar nehmen wir dafür die Vorderansicht. Gut, wir versuchen es einfach nochmal mit dem Kreis. So. So. Und dann schauen wir mal, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Jetzt gehen wir in den 3D-Modus und hier müsste jetzt eine Fläche sein, genau. Die können wir dann reinschieben. Erst auswählen, dann drücken. Die werden wir entfernen. So, das Ganze müssen wir dann natürlich auf der anderen Seite auch noch machen, ist ja klar. Gut, und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Reifen dafür. Dafür gehen wir wieder in Kreis zeichnen, wollen auf dieser Ebene zeichnen. Wir sehen, dass das Ganze jetzt entsprechend geschnitten wird, eingeschnitten wird. Und können jetzt hier unseren Kreis aufziehen. So, jetzt möchte ich aber auf einer anderen Ebene zeichnen. Deswegen gehe ich hier nochmal zack und gehe jetzt hier drauf. Und kann jetzt hier meinen Kreis zeichnen. So, 3D-Ebene. Jetzt würde ich am liebsten diesen Kreis noch etwas rausheben. Allerdings sehen wir auch schon, dass er das Ganze miteinander verschnitten hat. Das wird es wahrscheinlich nicht einfacher machen. Wir versuchen trotzdem mal, ob wir es rausgezogen bekommen. Und zwar erst die, dann mit Shift, Control, zweite dazu. Es geht. Super. So, dann hier das gleiche. Control, die zweite dazu. Rausheben. So. Jetzt mit Control noch die dazu nehmen und da fehlt eine. Control, dann drücken Ziehenwerkzeug und können das hier so. Schön. Das wird ja mal ein echt tolles Auto. Muss man ja einfach mal sagen. So, ich werde hier nochmal einen kleinen Versuch machen, ob er das hier verschneidet. Und zwar werde ich auf der Fläche, na, auf der Fläche, auf dem Punkt, dorthin zeichnen. Okay, wir sehen, dass das nicht ganz funktioniert hat, weil es nicht ganz drin ist, richtig scheinbar. So, jetzt nochmal. Okay, das macht er das nicht richtig. So, er hat es nämlich nur als eine Fläche. Das bringt uns nichts wirklich. Gut, lassen wir das. Wir könnten auf jeden Fall, wenn wir wollten, das Auto hier natürlich wieder abrunden. Wie machen wir das am gescheitesten? Die ganzen Ecken auswählen. Gibt er mir nicht sehr viele Optionen. Na, ich habe dich doch ausgewählt. So. Das noch. Das noch. Oben. So. Ja, funktioniert doch super mit dem Mausrad. So, habe ich hier die Taste zu früh losgelassen?
Gut, können wir das eigentlich drücken, ziehen? Und. Naja, nicht ganz perfekt. Die hier fehlt noch, die und die. So. Das wäre dann unser wunderhübsches Auto. Erstellt mit Design Spark Mechanical. Ihr könnt, also das funktioniert ganz gut. Sucht euch irgendwelche Objekte aus und versucht die einfach mal nachzuzeichnen. Daran lernt ihr am besten die Funktion kennen. Und irgendwann habt ihr dann genug Wissen, um ja, alles Mögliche zu zeichnen. Das hier war jetzt wieder Quatsch gewesen, weil das hier ein Querschnitt ist und dort kommen wir nicht rein. Aber hier könnte man jetzt noch die Felge reindrücken und ganz einfach zeichnen auf diese Ebene. Na, so, das wollte ich jetzt größer. Machen wir dort vielleicht mal 5 mm. Ja. 3D-Ebene. Bisschen reindrücken. Gut, ja. Das mal soweit zum zweiten Video. Die eine Ecke hier, die gefällt mir noch nicht ganz. Die muss ich einfach noch mal kurz ein bisschen abrunden. Auch wenn das nicht so ganz funktioniert. Bei dem Abrunden wird es jetzt aber, glaube ich, nicht funktioniert haben, weil die Option gar nicht mehr da ist. Okay, gut, naja. Das zum zweiten Video. Probiert es einfach mal aus, macht selber nach. Ich hoffe, euer Rechner ist schnell genug für das Programm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.